Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und heute spiele ich mit einem PSN-Freund, der Monkey Fist 1000. Jo, ich muss ihn leider mal schnell stumm schalten, weil irgendwas mit seinem Headset nicht stimmt, Digga. Ich weiß nicht. Monkey Fist, irgendwas ist mit deinem Headset nicht in Ordnung. Ich glaube, das muss mal reparieren, Alter. Ich habe da nur so ein Zausen, so einen Ton gehört, Alter. So. Und mein Headset ist ebenfalls abgestürzt, Leute. Wieder mal. Muss ich noch aufladen gleich. Aber das werde ich gleich machen, weil jetzt erstmal Volltreffer angesagt ist. Jo, ihr seht schon, in verbesserter Videografik wird heute gezockt, Leute. Mann, ich freue mich. Und jetzt gehen wir erstmal zu Monkey Fist, würde ich sagen. Weil wir wollen ihn mal nicht alleine lassen. Aus dem Grund folgen wir ihn einfach mal. So, Monkey Fist, willkommen. Du hast doch mal, glaube ich, gefragt, warum ich mich YouTube Gamescom nenne. So, das kann ich, denke ich, mal in so einem Video deutlich besser erklären. Ich nenne mich YouTube Gamescom, weil, ja, YouTube, ich mache ja YouTube-Videos. YouTube ist ja ein Synonym für Ding, weiß nicht, für Videos eben. Und ich gucke halt immer nur YouTube und Gamescom. Das ist einfach so entstanden, weil ich die Gamescom cool finde. Games und kommen und kommen und kommen und ach was weiß ich. Und dann ist einfach dieser Name zusammengeschmelzt. Jo, warum heißt Commander Krieger Commander Krieger? Kann man, denke ich mal, auch so antworten. Da kann man sich ja auch Staubsauger nennen. Da fragt einer, warum nennst du dich Staubsauger? Oder Krieger Staubsauger? Keine Ahnung. So halt meine Bedeutung so. Aber ich habe ja noch einen anderen Kanal. Kanal. ID meine ich. Monkey Fist. Und zwar. Der junge Zocker, wie mein Online-Account, also hier auf YouTube, habe ich auch noch ein PS3-ID, der heißt eben der junge Zocker. Kannst mich da vielleicht auch mal adden. So. Was ist das für eine Waffe, die ich hier habe? Die G36C? Ah, sehr schön. So, Monkey Fist ist da oben. Oh, er ist eins nach oben gegangen. Ja, Monkey Fist ist ein sehr guter Spieler, das muss ich echt mal sagen. Muss ich echt mal einen Hut vor mir ziehen, Alter. Jupp. So, Leute. Ich werde langsam alt, Leute. So. Da ist er. Monkey Fist 1000. So. Ich weiß nicht, ob er jetzt mir eine Nachricht schreibt. Ich kann jetzt nicht einfach gucken. Aber lauf einfach mal weiter, Monkey Fist. Ich folge dir jetzt einfach mal. So, Monkey Fist. Oh, Granatenwarnung. Dann schnell weg hier. Wir spielen heute wahrscheinlich die Afrika Militz. Natürlich auch schön episch gemacht, die ganze Map. Auf der Map war ich mal und bin in der Hacker-Lobby gegangen. Da habe ich für einen Kill 5 Millionen Punkte bekommen. Ja, nicht 5 Millionen, aber 5.000 waren es. Ungewollt natürlich. Und jetzt fragen mich immer Leute, ey, YouTube Gamescom. Ich will auch in eine Hackerlobby. Mann, das weiß ich doch nicht, wie man in eine Hackerlobby kommt. Ich bin durch Zufall da reingekommen, Leute, Mann. Mann, oh Mann. Ja, wenigstens das Handy ist jetzt mal wieder gerade, Digga. Sonst war meine Videos immer so schief, Digga. Jetzt kann man es auch auf dem iPad angucken, Digga. Ja, Mann. Ja, Monkey Fist, ich glaube, ich muss mich nochmal entschuldigen, dass ich nicht mehr, dass ich oft versprochen habe, dass ich mit dir zocke. Aber Leute, es, Mann, wenn so viele Leute mit mir zocken wollen, also ich kann nicht alle bedienen. Ich will natürlich, dass alle mal mit mir zocken. Und wenn jemand schreibt, ey, darf ich mal mit dir zocken, bitte? Und dann sage ich halt, ja, gut. Mach ich mal. So. Ja, Digga. So Leute, es sind jetzt so 4 Minuten 22 vorbei. Alter, Monkey Fist geht ab wie ein Raketchen. Und ihr seht schon, der geht ab hier. Acht Abschlachtung hier, ein Assi, Alter. Und 11 Tode. Das ist eine sehr gute Statistik, Monkey Fist. Er ist Leader, ich habe ihn zum Leader ernannt. Und macht die Aufgabe sehr gut als Boss hier. Bin nur Angestellter. Also Leute, das war schon wieder von eurem Mito Gamescom und eurem Monkey Fist 1000. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute.